Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. 1, 2, 3, 4. Ja, der No Budget Nerd ist schon auf dem Weg. Der spielt heute noch ein Ründchen mit uns. Ich lade noch. Ja, du lädst noch 2 Stunden wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Nee, das ist eigentlich Zeit, die wir überhaupt nicht haben. Das ist eigentlich ganz schön doof. Aber naja. Bist du denn schon im Spiel, ja? Ich bin schon drin, ja. Kannst schon reinkommen. Sonst hätte ich hier meine Ansage noch nicht gemacht. Junge. Tut mir leid. Solltest du langsam wissen. Ich kenne mich doch nicht so damit aus. Du kennst dich nicht so damit aus. Was ist denn da auszukennen? Ich weiß es. Boah, ich hatte auch 10.000 Steinblöcke mal irgendwann. Und die sind jetzt auch alle weg. Geil. Echt geil. Naja, gut. Ich bereite schon mal ein bisschen was vor. Da bin ich. Relativ viel. Flagstones der Tipps. Steinplattenstufen, da haben wir sie ja. Ich baue da mal 10 Stück von. So, dann können wir uns ja eigentlich schon mal auf den Weg machen. Ich hab die Party im Wald gesendet. Ich hab dir da mal ein bisschen Speck noch fertig gemacht, falls du noch welchen brauchst. Getränke sind auch noch da. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Speck ist gut, ja. Dann brauchen wir noch irgendwas. Eigentlich bräuchten wir noch ein paar Verbände, ne? Das wäre nicht verkehrt, tatsächlich. Dann die konnte man doch aus Pflanzenfasern und dann Stoff machen, ne? Ja. Ich stoppe mal allerdings dann nur die Blutung. Ja, aber es ist ja schon mal besser als nichts. Absolut. So, Stoff. Stofffetzen. Aus Cotton. Scheiße. Bist du nur irgendwo Wolle haben, ey? Ich weiß nicht. Hab ich noch Cotton? Wie viel haben wir da? 1. Yay. Das ist eine Menge. So, wo bist du jetzt? Ich bin immer noch in der Burg. Ich versuche gerade irgendwie 400 zu bringen. Ach, da ist. Oder dass sie den Papierstack immer noch auf 250 haben. Und den Rest höher? Ich weiß nicht. 6.000 oder so, ey. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum man die Stacks so klein macht. Ich meine, das Inventar ist sowieso schon recht begrenzt. Ja. Ne, wie oft man irgendwelchen Scheiß liegen lassen muss. Wie schaut's aus? Ich würde jetzt mit dir zur Wurz gehen. Ja, wo bist du denn? Minium. Ja, das weiß ich nicht. Du hast meinen Pfeil immer noch nicht angezeigt. Also ich habe den Party. Ach so, stimmt, ja. Wie kann ich das annehmen? Ich weiß nicht mal, wie ich das annehme. Wie nehme ich das an? Erzähl mir das mal. Wenn du ins Baummenü gehst, dann kannst du doch nach links und rechts. Ja, da ganz oben Spieler. Genau, wo die. Achso, ja, schon gut. Vielen Männchen. Ich habe nur aufs falsche Dings gedrückt. Ich sehe dich. Gut, dann folge mir. Bist du auch noch? Hast du einen blauen Pfeil? Oh, das ist ja total irritierend. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was los ist. So, wir haben es jetzt 18 Uhr. Wird echt Zeit, dass wir jetzt Vorbereitungen treffen. Vergiss nicht, dir ein bisschen Dings mitzunehmen. Ein bisschen Pflanzenfasern. Dass wir dann noch Schlafsack mitnehmen können. Ja, aber ich hab so einen Schlafsack. Oh, das ist gut. Nichts. Leere verwirrte Spott. So. Langweilig. Schlafsack auch noch gleich nochmal. So, und unterwegs können wir ja noch ein bisschen Cotton craften. Können wir machen? Cotton Farm. Wenn wir dran vorbeikommen. Hier ist ganz viel. Ich hab schon mal 20 Stofffetzen, habe ich schon fertig gemacht. Du wirst wahrscheinlich noch nicht mal Verbände bauen können, wa? Das weiß ich nicht. Du kannst ja dann gleich versuchen. Also auf jeden Fall Stofffetzen. Und
Wenn ich dafür einen Viewpoint verbrauchen muss, ne? Also dann fick dich Spiel. Ja, also hallo. Wüsstest du, wie du aus Baumwolle Stofffetzen machst? Nein. Siehste? Ehrlich gesagt nicht. Aber im echten Leben muss ich da auch keine Skill. Doch, das nennt sich Lernen, Michi. Das hat man damals in der Schule gemacht. Ich weiß, da warst du nie zu gehen. Ich kann doch nicht lernen. Was meinst du, warum ich denn No-Budget-Nerd bin? Weil ich nie was gelernt habe. Ja, kenn ich. Nichts kann. Ne? Hört euch das an. Ja, hätte ich in der Schule mal damals verpasst, dann müsstet ihr jetzt nicht mit so einem Ragnar Berthold. Wird so ein Typ draus. Low-Level Mistspiele spielen. Low-Level. Sondern könnte gepflegt zu Hause an meine PlayStation 4 Days Gone zocken. Du Homo, Alter. Nix kannst du. Ich hab dich auch lieb. Ja, am Arsch. So, komm. So, jetzt gibt's natürlich noch Regen. Das ist der Blutnachtdonner. Kennst du das nicht? Nee, Entschuldigung. Weißt du denn gar nichts? Ja, ist hier eine meiner ersten Blutnächte. Ich spinne doch nicht rum. Ja, ich habe das schon mal in einem anderen so Spiel. Ein Schnacke. Aber es waren trotzdem erst irgendwie zwei oder so. So, die Frage ist, reißen wir jetzt die Brücke hier ein, damit ich nicht rüberrenne? Nein, die bleibt. Ich möchte wenigstens was zum Verteidigen haben, Alter. Haben wir doch. Außerdem hast du so viel Mühe damit gegeben. Ich habe das Video gesehen, solltet ihr übrigens auch tun. Sehr spannend. Sehr unterhaltsam und sogar informativ. Ja, ich nutze mit den Folgen jetzt deinen Fame. Ne? Die kannst du ja dann veröffentlichen. Ach, ich habe keinen Fame. Ich habe 240 Abonnenten. Achso, falls ihr fragt, warum ich eigentlich hier auf YouTube irgendwie präsent bin oder so. Und auf No Budget Nerd findet ihr tatsächlich handgemachte Stop-Motion-Filme mit Godzilla und Gamera. Da ich ein großer Kaiju- und Monster- und Horrorfilm-Fan bin. Also ein typischer Nerd halt. Und keine Kohle besitze und alles nur am Handy mache, weil ich keinen teuren PC und nichts habe, heiße ich No Budget Nerd und trotzdem sind die Ergebnisse eigentlich immer ganz. Boah, was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Ich muss doch echt nochmal andere Scheiben craften, ich werd bekloppt. Na egal. Das sind doch Duschscheiben oder was? Ach, Duschscheiben, das ist Stahl, was du da siehst, Junge. Stahl. Das ist kein Stahl, Junge. Meiner! Weißt du ja gar nicht. So. Was willst du eigentlich mit den Monolithen hier anfangen? Ich finde die total geil. Der zeigt übrigens nach Westen. Ziemlich genau. Die sind im Osten. Ja, aber er zeigt nach Westen. Ich fand das erstmal gut. Ich finde das nicht ganz gut. Du findest das nicht ganz gut? Naja, halb gut reicht mir auch, weißt du? Also so ist jetzt nicht. Weißt du, woher ich das habe? Kennst du Kai den Brecher? Kai den Brecher? Nein, ich glaube, ich bin froh, dass ich ihn nicht kenne. Das ist einer der allerersten unfreiwilligen YouTube-Stars, weil der so, glaube ich, assi war. So ein bisschen wie du, ja? Sollte man sich unbedingt geben. Ich bin bei weitem nicht so assi. Also ich denke schon, dass ich ein kleines bisschen Niveau habe, auch wenn meine Stop-Motion-Clips nicht unbedingt davon. Aber, ja, Kai der Brecher kann ich nur empfehlen, man vor Fremdscham hat. So, ich, wenn du hier irgendwelchen komischen Scheiß erzählst, baue ich hier, ne? Also. Kai und seine Crew sind übrigens tot. Die sind sie verdient gestorben, oder? Wenn du sie siehst, wirst du verständlich. Jetzt mach doch mal die Truhen frei hier, ich komme nicht ran. Ich habe hier Truhen? Oh, ich habe hier echt Truhen. Ist da was? Alter, du bist wieder verarscht. Wann habe ich die denn gebaut? Ich bin mir da selbst nicht so sicher. Zack, die erste ist offen. Die zweite auch. Da ist nichts. Hier ist deine Munition, du Pimmel. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck es dir an. Boah, guck mal. Und ein Haufen Blei und Speck und so. Das ist ja richtig gut. Und meine Bandagen sind ja auch. Ich bin glücklich. Das ist ja super. Und er wundert sich, was los ist. Ja, weißt du, was viel geiler ist? Ich habe meine Knarre jetzt im Haus gelassen. Ein Loser, Alter. Ach, fick dich da. So, ich habe eine Treppe gebaut. Kannst mich mal. Ja. Ich bin da ganz kurz stolz drauf. Hier ist auch dein Fahrrad. Dein Fahrradständer. Ja, ich fahre mein Fahrradständer. Mein Ständer ist auch da.
Ah, das darf nicht wahr sein. Hans ist hier vorne, eiert er noch rum. Oh, es ist zu Ich habe verbuggt überhaupt nicht verbuggt gesagt. Ich habe nicht ein Wort in den Mund genommen, weißt du? Aber du hast es gedacht. Ja, komm. Mir ist ja Alpha. Ich habe da ja durchaus Verständnis für kleinere Bugs. So. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Fachwerk. Ich spiele seit 5 Jahren in der Alpha. Ja. Jetzt nur noch länger. Alter, jetzt gib mir H. So. Holzklotz, Rahmen, Ding. Ich kann Verbände bauen über. Ja, der macht auch Verbände. Ich habe jetzt die guten Verbände. Kannst den Scheiß gerne Ja. benutzen. Willst du noch ein bisschen Stoff haben? Nee, alles gut. Guck gerade, was wir hier noch so drin haben. Du kannst ja aber die Steinaxt hier mal rausholen, dass du Sachen reparieren kannst und sowas. Dafür habe ich einen Zimmermannshammer. Oh, der Himmel wird langsam rötlich. Ja. Ich werde immer nervös, wenn das geht, weil Blutnächte sind tatsächlich echt sehr atmosphärisch, wie ich finde. Ja. Allerdings sollten wir hier noch ein bisschen einebnen, weil das ist sehr, Ja, wird sehr. zum Kämpfen halt echt assi, ne? Ja. Gebe ich dir recht? Was hast du denn jetzt für Plan? Ja, ich verstecke die Wand. So. Zack, 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 zack. Hast du zufällig Aloe Vera Creme? Nein. Also ein bisschen was ist in meiner Basis, aber das wird auch nur für ein paar Verbände reichen. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Verteidigung. Ist tatsächlich nicht die Welt, aber immerhin. So ist hier doch. So, jetzt brauche ich meinen Zimmermannshammer, den ich wahrscheinlich auch nicht hier habe. Ich krieg's kotzen, ey. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ist der hier drin? Nee. Wieso habe ich keinen Zimmermannshammer? Ich habe auch keinen Stahl mitgenommen. Ich bin ein Idiot, ey. Unglaublich. Wie dämlich ich bin. Willst du mein Zimmermannshammer haben? Ja, kannst du mir Den mal. hier in die Truhe. Ja, schmeiß den einfach vor dir hin. Nein, liegt in der Truhe. Wieso hast du einen und ich nicht? Hab ich dir meinen gegeben? Du hast hier den höchstwahrscheinlich dein gegeben. Nämlich einfach die. Nämlich einfach die. Gleich Die wird's witzig. Steinaxt. Also du kannst gerne hier versuchen, noch ein bisschen einzuebnen. Nein, nicht mit den Werkzeugen, die ich hier habe. Willst du eine Schaufel? Eine gute? Nee, alles gut. Ich bräuchte mal ein bisschen Stahl, damit ich meine Spitze. Das wird ziemlich gut. Ja, ein bisschen was habe ich noch da. Hier liegen drei. Ich bin schon, ob ich sie reparieren kann. Ich kann sie reparieren. Wäre schon gut. Ist natürlich alle drei für drauf gegangen. Ja, ich habe das schon klar berechnet, Junge. Der Himmel ist rot. Alles ist rot. Ich Ja, freue mir ist auch schon ganz schlecht. mich. Ich werde sterben, Alter. Ich werde richtig sterben. Du wirst sterben. Voll am Abnuden hier. Ich werde erstmal gleich meinen Schlafsack hier hinlegen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Du hast nicht zufällig irgendwo eine Taschenlampe bestecken. Nope. Hätte ich schon Ich habe einmal. nämlich gerne an meine Pistolen Taschenlampe. Waffen. Macht Sinn und hat Ja, Stil. tatsächlich kann man hier sogar anbauen. Wäre cool gewesen, ja. Aber leider nein. So, wir haben hier oben jetzt tatsächlich ein bisschen Platz zum drauflaufen. Wie kommen wir denn hoch? Hast du eine Leiter gebaut? Ja, schon längst, Jung. Ja, wo denn? Wo Ja, denn? hier drin. Warum soll ich draußen? Was? Warum soll ich drin eine Leiter bauen? Kannst du mir das mal erklären? Was für draußen? Ja, das war dumm. Hast du nicht mal gesehen, was passiert ist, oder was? So, wie wollen wir die eigentlich töten? Haben wir da eine Idee? Immer auf den Kopf. Pff, mit was?
Ich habe irgendwie 10 Pfeile. Nee, ich habe hier an allem, was wir haben. Siehst du, ich sollte ja noch Pfeile hier haben. Geil. Ich habe auch ein paar Pfeile. Ja, ich bin tief gefallen und habe mir das Bein gebrochen. Wer ist ein Idiot? Danke, danke, danke. Habe die Ehre. So. Ich mache mal hier drin ein bisschen. Soll ich hier drin Feuer anmachen? Was meinst du? Ja, wenn ihr. Wäre, glaube ich, eine Idee, ne? Ja, hier sind. Wow, 13 Pfeile. Ist ja Unmengen. Du solltest übrigens sicher gehen, ob die Aufnahme. Die läuft. Aufnahme stoppen, steht da. So. Da brauche ich noch ein bisschen Holz. Ich hole mal noch ein bisschen Holz, solange ich das noch kann. Zack. Ich bin tatsächlich gespannt, was hier auf uns zukommt. Oh, der Baum ist weg. Ich glaube, ich sollte mich noch ein bisschen heilen. Der Sturz hat ein bisschen Leben gekostet. Wo sind jetzt meine... Da sind sie. Zack, benutzen. Ja, fast ein bisschen gespannt, wie viel Leben das gibt. Oh doch, das lohnt sich ja richtig. Es heilt kontinuierlich. So, oh, Feuerchen hier. Turn your lights on. Turn your lights on. Setz mal den Schlafsack, Dick. Hab ich doch schon. Hast du schon? Ja, was denkt sie, wer er ist? Also ich glaube, ich bin tatsächlich mit diesen Duschteilen nicht so wirklich zufrieden. Ich werde hier doch normale Glasblöcke reinsetzen, zumindest hinten. Um meinen Panoramablick zu genießen. Ach, siehst du, komm mal her. Ach, komm mal her. Plötzlich sind es doch Duschteile, ja? Fuck. Ja, schöne Duschteile, aber Duschteile. Komm mal zu mir. Ja, einmal Ausblick genießen. Da ist das Häuschen, das ich meinte. Ja, ja, stimmt. Ne? Mitten im Nirgendwo. Ja, aber wenn wir uns darauf platzieren würden, Zombies unter Wasser laufen, die Falter wegreißen. Ja. So. Das ist wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, hier kommen die nicht rein. Ja, ich bin gespannt, dass irgendwie was wird. I'm so excited. And I just can't hide it. I don't want to lose control, but I think I like it. Ooh. Meinst du nicht einfach die Fresse? Weil ich hier versuche, irgendwie wieder runterzufallen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ich mach das jetzt so. Kannst du schieben? Penner, ey. Richtig, richtig assi wäre es gewesen, wenn ich selbst gefallen wäre. Nee, das wäre nicht assi gewesen, das nennt sich Instant Karma, du Arsch. So, ich habe kein Holz mehr. Bau mal hier. Mach mal fertig. Mach mal schick. Ich versuch's. So wie ich deinen Garten schick gemacht habe, ja? Du. Ne, hätte ich dich nicht kontinuierlich angeleitet, wäre da gar nichts los geworden. Deine Unfähigkeit ist ja nicht zu glauben. Fällt hier halb vom Baum runter, weil er den Ast absägt, auf dem er sitzt. Ja, sag ja. Das ist nie passiert, das ist ja nie passiert. Das rätst du dir auch immer noch ein, ne? Nee, das weiß ich. Ja, ja. Nix weißt du. Wenn du nicht in der Schule warst. So sieht es nämlich aus. Ne? Schule brauche ich nicht, ja, ja. 10 Jahre haben mir gereicht. Plus Berufsschule, leck mich im Arsch. Ja, und in der 4. Klasse hast du auch einen tollen Abschluss gekriegt, ne? Baumschuler. Baumschuler, Junge. Danke für dieses schöne Leben. Feinstaub im Café, Junge. Gib's in den Atemwegen. So. Wenn das Greta gehört hätte. Ach. Feinstaub, Alter. Das war hier. Scheiße. Das war alles biologisch abbaubar. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich hab, der gibt's, oder? Ja, ja. Ich habe nur guten Stuff gekauft. Hier fehlt übrigens noch eine Reihe. Was, wo fehlt eine Reihe? Geist macht? Hier. Ja. Die ist noch ziemlich schmal. Dass du gar nichts. Fast gestorben. Dass du gar nichts gemacht hast, das glaube ich dir.
Ungesehen. Alter, ich mach hier deine Hütte hier schick. Weiß nicht. Zuerst. Was machst du denn hier schick? Wo fehlt denn hier eine Reihe? Du meinst da hinten? Ja. Ja. Den mach doch mal was. So weit fahr ich doch noch gar nicht. So weit fahr ich noch gar nicht, mein Junge. Wenn ich dich schieben könnte, würde ich dich jetzt diesen. Oh, wer war das denn? So, es wird dunkel. Gleich ist um 10. Ich glaube, um 10 geht's los, ne? Ich runter, ja. Ich geh zur Brücke, weil ich Bock drauf hab. Jetzt komm mit. Ja, okay. Lass uns zur Brücke gehen. Ich hab voll Bock drauf, die Viecher da runter zu kloppen. So, jetzt geht's ab. Rennst auch echt mit Fackel durch die Gegend. Du knallharter Typ, ey. Ich gehe den anderen Weg, der ist irgendwie schöner. Ja, der Vorteil von der Brücke ist, man sieht halt recht gut, ne? Oh ja, am Arsch, die sind schon hier. Oh, das ging fix. Ja. Kann es sein, dass sie mehr aushalten in der Blutnacht? Sind auf jeden Fall stärker. Das Ding ist, ich kann nichts sehen, es ist viel zu dunkel. Tja, das ist ja dann auch eher dein Problem. Aber dann sollten wir auf die Brücke gehen. Dann siehst du wenigstens nicht, wenn du runterfällst. Oha. Ach ja, in der Blutnacht sind die noch schneller, ne? Wie man hier an Lady Puffmolly sieht. Alter, ich bin gelähmt. Ich brauche Hilfe. Ich habe keine Stamina. Michi. Danke. Oh, Waffel. Ich glaube, wir sollten schnell wieder reingehen. Oh, fuck. Ja, losen wir gerade ab. Ja. Das Dumme ist, ich sehe auch einen gottverdammten Scheißreck. Ja. Sie steht direkt neben dir. Boah, ich hab so einen Scheißrepetierer auch, ey. Ich hab keine Munition mehr, ich bin leer. Ja, da kommt Big Mama. So, Big Mama ist runtergefallen. Der, ich meine, Gewehr ist geil, ne? Aber Repetiergewehr ist echt nicht so der Hit. Oh, der lebt dann noch. Dann ist der gestorben. Da kommt der nächste. Ich passe, weil ich sehe gar nichts. Ja, und ich hab Blutung, ich bin tot. Ah, shit. Alter, die leben einen echt richtig fett in der Blutnacht. Und mit dem Gewehr kann ich mich kaum bewegen, wenn der am Nachladen ist. Der ist echt nur am Schleichen dann. Das ist richtig ätzend. Bist du vielleicht, geschlichen? Nee, das hätte ich gemerkt. Also top of the world. Ich habe eine neue Errungenschaft. Ich weiß nicht warum, aber ich habe sie. So, ich muss aber jetzt irgendwie meinen Rucksack noch holen. Naja, ich bin hier, ich warte. Ja, wenn ich da ankomme. Ich stehe hier mit Fackel und ja, der einzige Weg, wo ich irgendwas sehen könnte. Ja, ich komme ja schon. Alter, ist mein. Nee, da. So, alles wieder da. Lass uns rein. Das ist. Also mit dem Ja, liebe Leute, wir haben gerade hart verkackt. Ja, aber mit dem Repetierer gewinnst auch keinen Blumentopf, ey. Zumindest nicht im Nahkampf. Der ist tatsächlich nur für die Jagd geeignet. Ja. Ne, aber wie gesagt, ich habe meine Knarre allzu ausgelassen. So, dann gucken wir doch mal, was hier geht. Du könntest mir eventuell ein bisschen Munition geben. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass ich gerade nichts gerissen habe damit. Ne? Mit was hast du da geballert? Mit der 9mm. Ja, die Munition. Boah, nein, hier ist ein Hund drin, Alter, am Arsch. Ein Türschwein. Ah, Alter. Ja, da sterbe ich jetzt gleich wieder. Oh, nicht runterfallen, scheiße. Der Tod nähert sich. Alter. Gut, dass die hier alle wie blöd runterfallen. Wieso ist denn die Tür offen, ey? Du bist doch nach mir reingekommen. Ich bin vor dir reingegangen. Auf keinsten. Okay. Big Mama ist drin. Die kneifen uns gerade ganz schön in den Arsch, Alter. Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Alter Vater. Das Spinnen? Ich hab keine Ahnung. Doch, das klingt nach Spinnenzombies. Alter, ja, das sind Spinnen. Oh, ich bin runtergefallen, fuck. Das ist mir vorhin auch passiert. Nein. Oh, hier ist alles am Start. Alter. Echt nicht, Digi. Nee, sorry. Das ist nicht so geil hier, sagst du?
Oh, ich habe einen Safe Spot gefunden, unterm Haus. Ich habe kaum Stamina. Oh, ich habe einen Jumper. Ah, was ist der? Warum schlägt der nicht zu, der Penner? Und jetzt. Bums tot. Okay, einmal Loot. Komm her, Big Mama. Was geht bei dir? Ich kill dir hier so langsam einen nach dem anderen. Ich habe sie gerade mit einer Spinne und mit einem Hund aufgenommen und ich habe eingeschlagen geblüht. Sie sind nicht gestorben. Ganz belastend. Also ich habe jetzt hier diverse getötet. Oh, noch ein Hund. Scheiße! Oh, hier ist ein Springer. Ja, ich habe nicht auf mein Health geachtet. Das war. Oh, ich bin down. Ja, ich auch gerade. Alter Vater, ist hier Action. Und jetzt ist hier auch noch ein dummer Hund direkt bei mir in der Nähe. 8 Lebenspunkten habe ich mich gerettet. Und ich werde verfolgt. Ich werde hart verfolgt. Alter, ich habe den Hund mit in den Tod gerissen. Was weiß ich, ich paddel hier einfach weg, Alter. Also hier ist jetzt wieder safe. Alles cool. Nichts ist safe. Ja, hier ist gerade nicht ein Zombie. Ja, weil die alle hinter mir hier sind. Ja, ich habe die einfach hier getötet. Ich dachte mir, das wäre eine gute Idee. Die laufen hier auf dem Grund lang. Bitte? Ja, ja. Die laufen hier auf dem Grund lang. Das tun die gerne mal. Oh, ich höre wieder wen. Alter, hier ist aber auch... Oha. Ja, hier ist... Also den Repetierer kannst du halt echt voll in die Tonne kloppen, ne? Ja, leider. Der ist so unglaublich langsam. Oh. Ja, ich habe gerade den Fehler in meiner Konstruktion gefunden. Oh, sie sind drin. Nummer 1. Erzähl mir von deiner fehlerhaften Kontrolle. Ja, nee, es geht grad. Ich würde gern was erzählen, aber ich habe hier gerade ein bisschen Action. Ja, ich bin runtergefallen und hab mir das Bein verstaucht, scheiße. Ich will eigentlich nur so schnell... Oh, fuck, ey. Okay. Da ist die Tür, da muss ich wieder irgendwie hinkommen. Ich hab nur keine Ahnung wie. Ich hoffe einfach, dass hier ein paar von denen runterfallen. Boah, da kommt echt schon der Nächste, ich werd bekloppt, ey. Tja, das haben sie gut gemacht. Ach was, heißt das so? Wow. Nee, komm. Ich geh schwimmen. Ja, ich bin schon am anderen Ufer. Ich seh dich. Kopf, ey. Ja, alles zu heiß da gewesen. Meine Fresse, haben die uns in den Arsch geknüpft? Ja, ein bisschen. Aber... Da kommen sie, wie die Lemminge. Die sind übrigens immer noch hinter dir her, wo ich dir nochmal gesagt habe. Ja, natürlich. Die sind, links. Ich muss mich jetzt mal... Aber da Zombies ja auch nicht atmen, haben sie auch keine Luft. Mehr. Ja. Wenn es das ein Film gelernt hat, dann Land of the Dead. Ja, ich habe gerade andere Sorgen. Oh, ich hab 25 Minuten. Fuck. Hund. Toter Hund. Er hat aber einen schönen Sterbe-Sound. Zack, einer weniger. Also ich gebe ja meine Hütte hier nicht auf, ne?
Also ich bin jetzt in Willy State Shop, wie er heißt. Ja. Hier ist ruhig. Vielleicht solltest du mir helfen. Ja, ich überquere hier gerade langsam die Brücke. Rückwärts gewandt tatsächlich. Alter! Ich habe gerade einen umgehauen. Und die Alte, die hinter ihm war, hat ihn einfach zur Seite geschubst und ist durchgerannt und auf mich zu und hat mich voll niedergestreckt. Du lebst aber noch, oder? Nein. Das war gerade ein sehr schnelles Ende. Jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwie wieder zu meinem Rucksack komme. Scheine auf deinem Bett. Spitzenidee. Hier wurde ja nur alles überrannt. Aber jetzt ist hier erstmal Ruhe. So, jetzt fallen die hoffentlich alle von der Brücke runter. Das wäre total gut. Ja, ich habe mir ja mal sagen lassen, die erste Blutnacht soll gar nicht so schlimm sein, ne? Halte ich für ein Gerücht. Naja, das wird auf jeden Fall exponentiell mehr Scheiße. Stirbst du gerade? Also, ich habe gerade mal ein bisschen Ruhe. Scheiße. Ähnliche Skill. Ganz länger. Bin ich nicht gerade an der Verblutung gestorben? Echt? Das ist ärgerlich. Das war richtig krass. Ich war in diesem Raid Shop und unten war alles clean. Oben stand ganz still und stumm ein Zombie und schlug einfach auf mich ein. Ja, wie der kann hat kein Tuch für dich hier. Wie kann der das wagen? Oh fuck, wieder ein Runner. Das Traurige ist, ich bin nackt. Ich hab nichts. Ja. Das ist manchmal so. Im Leben. Da ist man nackt und hat nichts. Hochreich benutzen. Glaube ich dir. Also auf der Brücke kämpft sich das tatsächlich relativ gut. Oh, Bloater. Scheiße. Den habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Immer schön Strafe. Rübe weggeschossen. Penner. Alter, und sie kommen. Auf der Brücke ist das echt geil zu kämpfen. Ohne Scheiß. Oh, der hat sogar Loot fallen lassen. Geil. Wo bist du denn jetzt? Im Haus. Achso. Ja, ich habe ja auch den Feind auf mich gezogen. Komm schon. Diese Hunde sind echt scheiße. Ich hasse die. Noch einer. Halt die Fresse. Blutung. Scheiße. Oha, jetzt kommt da wieder eine Menge an Viecher, die zu Problemen führen könnte. Das Traurige ist, ich muss jetzt erstmal meinen. Aber ich habe mir auf jeden Fall erstmal eine Knochenklinge gekauft. Damit werde ich nichts anrichten. Okay. Aber es ist echt geil, die Viechern hier reihenweise in die Schädel zu schießen. Das ist gut, dann kannst du mir theoretisch einen Arsch machen. Ich werde mir auf jeden Fall sogar die Space Shop wieder aufmachen. Mach das mal. Oh, ich bin am anderen Ufer, sehe ich gerade. Das könnte doof sein. Bist du das? Ja. Hättest du mich jetzt erschossen, ne? Wäre ein bisschen witzig, das wär, oder? Das wäre wie das Ende von Night of the Dead. Ja, also ich habe jetzt noch 44 Schuss. Oh, Hund! Wieso? Ich? Alter! Lag. Riesenlag. Ich bin gerade nicht aus Kim und Korn rausgekommen. Wo spawnen die denn her, ey? Ich würde das gerne mal wissen.
Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ich habe jetzt Ich schon brauche irgendwie unbedingt meine Knarre. fünf Level gemacht oder so. Hältst du hinter mir ein bisschen frei? Wie denn? Mit? Mach den Schädel. Und. Danke. Der geht immer noch. Viecher halten aber auch aus, ey. Ich muss mich jetzt mal verbinden. Und wir sind, glaube ich, gleich am Ufer, ne? Hast du Minen zufällig? Ja, wo soll ich die denn hier nehmen, Alter? Craften? Hast du denn gar nichts? Bist du überhaupt nicht vorbereitet? Geh zu Willy's Warm World. Mach das mal. Hol dir mal Würmer. Hier ein bisschen angeln. Ist das richtige Wetter auch, ne? Also, muss man ja auch mal sagen. Dings. So, ich habe nur noch drei Verbände. Aber ich halte hier wacker. Die Brücke. Ich will ja noch so ein Falltor einbauen, tatsächlich. Ich fände das ganz schön cool. Ne, links und rechts einen Turm ran und dann von da aus runterballern. Ne, hier so wirklich mit mehreren Verteidigungslinien. Das heißt, wir können nachher noch fleißig Cobblestone holen. Falls wir dann noch irgendwie was haben, was wir verteidigen können. Also hier ist gerade erstaunlich ruhig. Ich glaube, es ist vorbei. Das ist nicht vorbei. Nö, die Musik sagt auch gerade nö. Aber es taucht hier auch nichts mehr auf. Ich glaube, wir haben alles, was sich irgendwie im See versteckt hat, jetzt getötet. Nein, haben wir nicht. Das sind noch riesige Fische. So, also verlustig gegangen. Sind mehrere Leben. Irgendwie 40, 50 Schuss Munition. Eine Tür. Mal gucken, die Glasscheiben haben tatsächlich alle gehalten. Wie viele Hitpoints haben die denn? Also, du kannst tatsächlich zurückkommen. Es ist. Ich habe die letzten ausgeschalten. Sie krebsen vielleicht noch irgendwo ein paar auf der Insel rum, aber das war es dann auch. Hier haben sie einen Stein rausgekloppt. Na ja, gut, halb so wild. Alles lief doch noch vergleichsweise gut. Also, ich hätte mit mehr Verlust gerechnet. Also alles, all das Leben, das wir verloren haben. Oh, es kommt mal wieder eine. Diese Dreckshunde, ne? Gehen mir so auf den Pansen. Oh, schon wieder Blutung, ey. Ich hasse sie. Und die haben mein Monument kaputt gemacht. Echt? Ja. Ja. Dreckigen. Sie sind hier eingebrochen, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Oh, übrigens kommen sie wieder. Es war sicher. Ja, toll. Das mit sicher ist vorbei. Ich bin gerade so. Ich bin jetzt bei der Brücke und. Alter, die Brücke ist eingestürzt. Echt jetzt? Ja. Fuck. Das heißt, wir müssen paddeln, ja? Yep. Scheiße. Alter, aber nicht nur ein bisschen, Junge. Nee, die haben da einen Stützpfeiler, glaube ich, komplett zerlegt. Und dadurch. Boah, Diggi, du wirst verfolgt, aber massig. 1, 2, 3, 4, 5, Ist 6, mir gar nicht 7, aufgefallen. Wo kommen die her, verdammte Scheiße? Rums, stirb, du Penner. Sag mir mal, wenn ich mit dem Rücken an der Wand bin. Das kann ich von hier schlecht einschätzen. Ja, ungefähr reicht mir. Ungefähr stößt du gleich ab. Danke. Dreckiger Penner, ey. Alter, ich hab dir früh genug Bescheid gesagt. Ja. Ganz klar. Ich habe gesagt, ungefähr stürzt du gleich ab. Und dann bist du gefallen. Ja, eine Sekunde früher wäre auch gut gewesen. So, die nehmen jetzt übrigens auch die restlichen Pfeile auseinander, dank dir.
Zack, das wieso, war's. Wieso denn dank mir, Alter? Du kannst mich mal, weißt du was? Du es nicht geschissen bekommst, mal rechtzeitig Bescheid zu sagen. Ich kann das aus diesem kleinen beschissenen Monitor hier nicht einschätzen, Alter. Alter. Wie soll ich denn das machen? Ich habe früher auf Monitoren gespielt, die waren halb so groß. Deswegen warst du auch so schief. Nein, das waren die 90er, Junge. Die 90er und schief? Die 90er und schief, ja. Also ich bin hier safe auf der Brücke, was machst du? Ich weiß nicht. Du bist hart verfolgt, sehe ich gerade. Echt? Ja. Ach so. 1, 2, 3, 4, 5 Zombies gefunden. Dann auch hier unten eine dicke Tante. Du meinst der, die ich gerade den Kopf zu Brei geschlagen habe? Möglich. Ich kriege andauernd Fertigkeitspunkte, das finde ich gut. Ich werde jetzt mal ein bisschen saftig. Ja, du kriegst die Fertigkeitspunkte, weil du die Punkte von mir mitkriegst. Ich finde das so gut. Ich verblute gerade. Ach, vom letzten Drücker. Warum bin ich hier jetzt? Alter, nein. Echt jetzt? Hey, was ist los? Ich war nicht tief genug und die kamen noch an mich ran. Und ich war gerade beim Verbinden, weil ich halt am Verbluten war. Alter. Oh. Freigeschalten, Dickdieb. Ich habe kein Stück gebuddelt, aber gut. So, das ist jetzt gerade ein bisschen frustrierend, vor allem mit der Brücke. Glaube ich. Bei den ganzen Stuff wieder aufzubauen, nicht so. Könnte ein bisschen dauern, ja. Vor allem, weil ich jetzt hier in diesem trüben See meinen scheiß Rucksack irgendwie kriegen muss, ohne dabei zu sterben. Okay, das hat wenigstens geklappt. Kann ich ja eigentlich aus dem Wasser herausschießen? Jetzt taucht doch mal auf, Mann. Das finde ich gut. Also ich habe noch 22 Schuss. Ich habe noch 33. Aber ich werde jetzt nicht in diesen verseuchten Sündenpool da einsteigen. Ne? Warum denn nicht? Ich sehe die hier gerade alle cool ankommen. Und du versinkst nebenbei. Außerdem hat es überhaupt keinen Sinn, denn es spawnen instant neue. Das ist richtig. Das ist gerade Hammer. Abgetaucht kann man übrigens im Wasser schießen. Ja. Das funktioniert auch im echten Leben. Ja, Schießpulver funktioniert super im Wasser. Nein, ich weiß, was du meinst. Oh, die nehmen jetzt auch das letzte bisschen Ständer weg noch auseinander. Pirates of the Caribbean. Alter, nervt mich das. Meine schöne Brücke. Ja, ich fand sie auch ganz nett. Das Gute ist, ich bin safe hier oben. Ja, schön. Weil ich die alle bei mir habe. Ja, weil du auch ein Idiot bist und da nicht weggehst. Ja, aber ich will den Loot hier haben, der hier noch rumliegt. Scheiß doch auf den Loot. Hast du gerade gesagt, scheiß auf den Loot? Ja. Du schiffst dich Nerd, oder was? Leben ohne Loot. Ja, ich, also, Entschuldigung, das kann ich gerade nicht. Mind a matter. Das kann ich gerade nicht nachvollziehen. Tut mir leid, mir geht die Luft aus. Das ist schlecht, glaube ich, oder? Kannst du jetzt mal auftauchen, du Penner? Ah, da. Ist es gerade noch runter geworden? Ja, ich habe auch das Gefühl, ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. Ich glaube, es liegt daran, dass ich zu überladen bin. Ertrinkst du? Ja. Tja. Und der Loot bringt dich jetzt um. Ja. Bitch. Er will mich unter Bitch. Die Wasseroberfläche ziehen. Aber nein. Ist auch echt. Also, weißt du, was das gerade für ein Befriedigung ist? Es ist auch gerade. Ja, ich habe hier noch einen Eisenhelm für dich übrigens. Da hat er mal wieder recht gehabt, der Budget Nerd. Ja, darf ich dir sagen, dass ich jetzt ans scheiß andere Ufer schwimme und die dann zu dir kommen? Wieso, ich bin auch mal gut. Ja, die werden das Ständer wegzerkloppen, wenn die da dran vorbeikommen. Ich dachte, du ertrinkst die ganze Zeit. Nee, ich komme immer so ein kleines Stückchen raus und dann kriege ich wieder Luft. Oh, scheiße. Ja, hast gedacht, dass ich jetzt hier. Nee. Jetzt skill ich lustig geworden. Skill ich nochmal ein bisschen, dass ich mehr tragen kann.
Also wenn ich das schaffe, während ich nämlich kontinuierlich absaufe. So, Stärke, Pack Mule. Ach, kann ich gar nicht. Was kannst du überhaupt? Ja, bleib mal locker. Oh, da ist auch schon wieder ein Zombie. Alter, ich komme hier nicht mal raus ohne. Ich komm, kann auch immer nur atmen, wenn ich so direkt nach oben gucke. So wirklich wie so ein Ertrinkender. Dann komme ich kurz hoch und sehe ganz viele. Ach nee, das bist du. Da hängt übrigens noch irgendwo einer. So, was machen wir jetzt eigentlich? Wollen wir ins Häuschen? Ey, ich verblute, hilf mir! Ach, da ist ein Hund! Machst du auch nichts, ne? Penne. Ich sehe nichts. Ja. Das sind mehrere Hunde übrigens. Ja. Die scheinen echt schnell zu sein im Wasser. So, wollen wir ins Haus? Ja. Wie? Du bist sogar Nein, jetzt zurückgeschwommen. nicht das Haus, das andere Haus. Den Titty Ja, Twister. bei Willy's Warm World ist auch Remi Demi. Ist auch nicht die geilste. Oh, es ist Tag. Wir haben es geschafft. Hast du gerade nicht die Melodie gehört? So, ich hab's, natürlich hab's gehört, aber es Ende der schlägt Blutnacht. immer noch so ein bisschen nach. Ja. Schlägt immer noch so ein bisschen nach. Ja, und die Jungs hinter uns wollen immer noch aufs Maul. Warum verschwendest du denn jetzt noch Munition, ey? Weil ich Bock drauf habe. Ach so, und denn? Hast du gesehen, wie das geht? Ja, da sind diverse Löcher im Wasser. Meine halbe Brücke ist weg. Aber wir leben wieder. Alter, sind das noch Haufen Grafikfehler? Unglaublich. Also nicht mal Fehler. Ich sehe das. Es ist ja Ich sehe das jetzt. es sind ja nicht mal Fehler. Also es ist ja tatsächlich gewollt. Ja, das sind diese Blöcke, die du normalerweise abbaust. Ja. Na, komm hier hoch. Gut. Ja. Gut. Nervt mich jetzt schon. Trinkst du? Nö, ich ertrink nicht mehr. Der Drops ist gelutscht. Was jetzt? Jetzt friere ich auf einmal. Ja, wie kommt das nur? Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Hast du dich gehört? Oh, ich komme nicht mal mehr hier. Fette Bist Schweine. du immer noch über, bist du immer noch überladen? Ja, natürlich. Wie Hulle. Ja, schmeißt du was weg, Mann. Warum? Ich kann das ja. Ich könnte es ja. Wie du trinkst. Ich kann das ja alles nach Hause bringen, weißt du? Also irgendwann ist auch mal gut hier. Muss man die Gamma werden müssen erstellen. So. Eins, zwei, eins, zwei. Drei, vier, fünf, ach nee, gar nicht. Ach, scheiße. Eins, danke. Eins, zwei, drei, vier, das ist der fünfte. Sechs. Willst du mal auftauchen, du Penner? Sieben. Übrigens weiß ich, warum ich die ganze Zeit ertrinke, weil hier Löcher im Wasser sind. Deswegen kam ich vorhin nicht hoch. Da sind halt diese Blöcke, die fehlen. Dann stürze ich da einfach stumpf ab. Das ist ganz schön scheiße. Warst du in diesem Haus eigentlich schon mal drin? In welchem? Ja, ist schon gelootet. Aber die Tür hier ist noch gesperrt. Also du kannst hier tatsächlich auf den Boden fallen, da wo meine Pfeiler waren. Boah, echt jetzt ein Schlag und ich finde schon wieder. Geht's dir schon wieder schlecht? Ja. Also ich habe die Brücke wieder ein bisschen repariert. Also ist noch lange nicht wieder auf dem alten Stand. Aber es wird.
Beim nächsten Mal wird die Eisen verstärkt. Ich sag dir das. Ja, aber das mit den... Die schlagen einfach unten die Dings ein, ist ganz schön kacke. Das muss ich auch eine harte... Ja, die Frage ist, wie kann man das anders machen? Also, wie kann man die Tragweite von den Blöcken vielleicht auch erweitern? Du kannst das Material zwar verstärken, aber im Endeffekt bricht es doch weg. Das ist halt kacke. Nee, ist realistisch. Weil Menschenhände so hart sind. Wenn man lange genug Wattebällchen auf... fängt sie an zu bluten. Oh, du Poet. Unglaublich. Der stete Tropfen in Stein. Oh, jetzt kommen die Weisheiten auch noch. Oh shit. Nein. Ich hab Quatsch gemacht. Ja, du bist ja auch Ragnar Bertholdt, du machst immer Quatsch. Ja. Sagt der Schulversager, weißt du? Sagte der Studierte. Ja, siehst du? Akademiker. Ach komm schon. Eins, zwei, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Zombies nur noch random sich jeden Zombie nehmen. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Also auf der PS4-Version kann man noch jeden Zombie durchsuchen. Ne? Ja. Das funktioniert ja halt nicht mehr. Nö, die lassen halt random was fallen. Ach, ich sehe, hier ist noch mehr Loot, fällt mir dabei gerade ein. Aber da komme ich nicht hin. Also, wenn ich da hintauche, bin ich tot. Aber ganz sicher. Was habe ich da vorne eigentlich aufgesammelt? Ja, dafür lohnt es sich zu sterben. Guten Schnaps, Junge. Unglaublich. Ja. So, wir sind jetzt... Das hatten wir übrigens auch mal in The Forest, weißt du das? Was denn? Da bist du wegen Schnaps gestorben. Da rennst du wegen Schnaps nochmal in eine Höhle rein und bist eh dann nicht gekillt. Ja, das in die Höhle rein war gar nicht das Problem, dass nicht wieder das rauskommen. Rauskommen. Das ist schon eher. Ja gut. Wo bist denn du? Ich bin in dem einen Häuschen, was du schon gesehen hast. Ach so. Ich habe einen Ledermantel. Oh, hier ist ein Keller. Und hier sind... Ach, oh, scheiße. Der Keller ist natürlich geflutet mit Zombies. Weißt? Ja, wie das manchmal so ist, ne? So, ich glaube, ich könnte mal was essen und mal einen Schluck trinken. Also Fakt ist, ich brauche definitiv stärkere Waffen. Ne, und ja. Du solltest vielleicht die Holzpfeile mal aufwerten. Zu Eisen, meinst du? Ja, erstmal zweimal mit Holz. Das wäre nicht verkehrt. Was ist das? Das ist schon mal ein bisschen Luft. Ach, du meinst unten die Brücke oder was? Ja, ja. Ja. Die Pfeiler. Das ja. Ich bin ja schon nicht mehr bei der Brücke. Ich bin ja gerade im Haus und habe jetzt mal ein bisschen was abgelegt hier. Ich laufe wieder zum Titty Twister. Zum Titty Twister? Was ist denn da hinten passiert? Gucken wir uns mal hier. Ist ja ein netter Grafikfehler. Sieht ein bisschen so aus, als würde ein Viereck im Wasser schwimmen. So, ne? Ja, ist ja ganz normal, ne? So, übrigens sind wir jetzt bei 53 Minuten der Aufnahme. Was? Yep. Krass, oder? Nein, scheiße. Ja, da wir vorhin schon geguckt haben, wie spät es ist. Und du schon dachtest, es wäre spät. Ist jetzt noch 53 Minuten später. Ja. Yeah. So kann man das nennen. Ich bin jetzt übrigens beim Titty Twister. Ich den mach. Was machst du? Ne? Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Ja, ich baue den einen Pfeiler hier noch auf. Wenn ich nicht sterbe. Ich bin aber gespannt, ob der Titty Twister geflutet wurde. Wieso sollte er? Weil ich habe das ganz gerne mal gehabt. Dass ich in der Blutmacht in Keller verteidigt habe und ich geblutet habe, kommt er nach Hause in die Base und alles ist voll mit Zombies. Sehr schön. Mach mir Hoffnung. Du weißt, wie das geht. Hier ist alles noch recht clean. Noch. Noch. Betonung liegt auf dem großen Noch. So, wo ist denn jetzt hier Wasseroberfläche? Komm. Und hier. Alter, das Wasser sieht ja aus, ne? Meine Fresse.
dein Gesicht. Ja, so ein bisschen. Das ist nicht schön, aber leider wahr. Weißt du, was noch nicht schön ist? Ne? Dein Gesicht. Das hatten wir schon. Ich weiß, aber ich wiederhole es gerne. Aber wiederhol das gern. Alter, hier ist jetzt aber ein Haufen Geröll, wo vorher die Brücke war. Nee, das ist ganz gut, weil dann kommen die nicht mehr so lang. Denken. Bitte? Muss ich instant an die Flintstones denken. An die Geröllhörner. Ja, aber das ist richtig geil, weil jetzt kommen die nicht mehr so richtig an die Streben ran. So, ich wollte jetzt erstmal hier ein bisschen rotieren. Körper, was ich war. Also ein Tauchgerät verhält irgendwie noch cool, ne? Muss ja wieder unfreiwillig an so Faust. Bitte? Da muss ich jetzt schon wieder unfreiwillig an so Faust denken. Ja. Das nicht mal unfreiwillig. Ich habe das Spiel echt geliebt. Über es ist auch ein paar ziemlich Jahre cool. Weg. Aber der Langzeitfaktor ist halt einfach nicht. Das finde ich echt, echt richtig schade. Ja, und es kommen ja immer noch mal so ein paar Kleinigkeiten jetzt dazu, ne? Aber es ist halt nicht mehr die Welt. Also auf der PS4 ist, glaube ich, Titte. Nichts mehr. Ich meine, es sieht gut aus, es läuft flüssig an. Leer. Yeah. Leer. Achso, leer. Ja, das hat das Mikro gerade ein bisschen verschluckt. Ja, das wird wahrscheinlich einige Wörter verschluckt haben. Ja, das denke ich auch. Man kann halt nicht alles haben. Nee. Ist halt auch. Wahrscheinlich werde ich mich in der Aufnahme nachher wie behinderte 12-Jährige anhören, der sich kaum an seinen eigenen Namen erinnern kann. Ja, da mach dir mal keine Sorgen, da werde ich für sorgen. Ich hab dich auch nicht. Nee, also das, da gibt's nicht mal eine Diskussionsgrundlage. Hauptsache den Nerd schlecht dasteht. Ja. Einer muss scheiße sein. Reden und hässlich sein kann er, aber. Oder. Ja. Aber es ist Stop-Motion, das ist das Einzige, was. Ja, das, nee? Ja, ich würde das jetzt gern verneinen, aber. Ich bin ja auch kein Unmensch. Aber du bist Ragnar Bertholzer. Ja. Und der Grund, warum wir hier gerade spielen. Richtig, richtig. Ja, siehst du. Oh, du hast ein Jagdmesser Level 3 und du sagst mir das nicht, Schwein? Ich tausche das sofort gegen die gegen Knochenklinge aus, Mann. Ey, Michi, ich habe ein Jagdmesser Level 3, falls dir das hilft. Ne? Ja, ja, komm schon. Am Arsch, Mio, am Arsch. Was bist du jetzt so? Sei doch mal einfach nicht so garstig, bärstig. So. Jetzt bau das da drauf. Ich baue mir jetzt ein Lederponcho, oder? Du bist ein Lederponcho. Hast du eigentlich noch irgendwo Platz hier im Kühlschrank oder so? Ach nee, du hast einen Getränkespender hier. Ja, tatsächlich. Dann hau ich da mal leere Gläser und Bier rein. Ja gut, leere Gläser habe ich auch so noch ein paar rumliegen. Aber mach ruhig. Hast du irgendwo einen speziellen Spot für Benzin? Ja, da wo die ganzen Autoteile und so drin sind. Ja, wo ist das? Da bei den ganzen vielen Kisten. Nein, das steht doch, Mann, da wo die Hängeschränke sind. Da ist der ganze Stuff. Ich werd hier gleich Typ, Alter. Weißt du? Wir haben so viel durchlebt, so viel überstanden. Ich weiß. Und jetzt? Das Ding läuft noch schwer in der einzelne Trinke. Ne? Strafst du mich hier so ab? Ich straf dich überhaupt nicht ab. Ne? Wo ist die Liebe hin? Früher war alles anders. Früher. Weißt du? Als wir hier noch kaum atmen konnten. Als wir Feinstaub in den Lungen hatten. Ja, wenn es mal nur Feinstaub gewesen wäre. Gips in den Atem. Jetzt hier liegt. Ja, das war noch was. Alter, mein Dude hat hier gerade irgendwie 10 Millionen Papier zerlegt. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist gut, oder? Naja, also Geldscheine hat er zerlegt. Hast du eigentlich eine Werkbank hier schon irgendwo stehen? Wo, im neuen? Ja, das. Im alten Haus? Boah, was ist das denn? Im Titty Twister. Ja, da ist eine. Aber da wirst du erst skillen müssen. Ich wollte nämlich zwei Pistolen zusammen schmeißen, damit die stärker wird. Das geht nicht mehr.
Schade. Also die Mechanik gibt's, glaube ich, auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich meine, die war hart unlogisch, aber doch logisch. Wieso war die logisch? Alter, diese Löcher im Wasser, ne? Ich sagte, die war hart unlogisch, aber doch praktisch. Das ja. Alter, ich hasse diese Löcher im Wasser. Ich werde echt bekloppt, ey. Wo kommen die auf einmal her eigentlich? Ja, da waren Pfeiler, glaube ich. Wir sollten einen großen Zaun. Ja, das ist geplant. Aber wird wahrscheinlich in der Blutnacht nichts mehr. Nee. Eins, zwei, drei. Aber der Zaun ist auch schön präventiv, damit uns der T-Rex nicht die Sachen auf den Garten. Fortfrisst, Junge. Fortfrisst ist das Wort. Hab ich doch gesagt, Mann. Ja, sag das mal dein Mikro. Ach, mein Mikro. Und, weißt du jetzt Bescheid? Du weißt gar nichts. Du weißt gar nichts. Sind wir wieder bei Bildung? Ich bin auch ungebildet. Was kannst du sagen? Ich bin auch ungebildet. Also bei Bildung und Geld und dessen Zusammenhänge. Tja, no budget Bildung. No budget Bildung, ja. No budget Bildung, das wird mein Zweitkanal hier auf YouTube. Auch Unterrichtsstuff, Alter. No budget Bildung, ja. Bin ich Fan von. Und dann, danach geht's dann, Businessbildung. Alter, jetzt schwimm da hoch, du Penner. Ich will meine Scheißbrücke wieder haben. Ey, ohne Scheiß, du hast hier draußen Truhen, aber die sind nicht freigeschaltet. Ja, weil da auch nichts drin ist. Es geht ums Prinzip. Welches Prinzip denn? Was kriegst du eigentlich immer noch da hinten rum? Komm wieder zum Titty Twister, Mann. Was soll ich denn da? Bei mir sein? Ich bin einsam. Oh. Ja, während du da irgendwelchen Blödsinn machst, hab ich die Brücke wieder aufgebaut. Ja, das ist ja ziemlich cool, aber kannst du jetzt mal aufhören, die zu. Ja, weißt du, also ganz nebenbei ist jetzt auch mal eine Stunde rum, ne? Und dann ist jetzt auch langsam diese kleine Session vorbei. Die Leute haben quasi eine Special Edition heute bekommen. Sie können sich glücklich schätzen. Also, du kannst dich glücklich schätzen als mein Zuschauer. Ne, kannst ja, ich sollte mal ein bisschen die Werbetrommel vielleicht an. Ja, da ist ja eigentlich, sind die Folgen dafür ja prädestiniert, möchte ich mal einfach sagen. Ach, du nutzt mich aus, du Schwein, ja? Natürlich, du bist doch nicht hier, weil ich dich mag. Alter, Leute, habt ihr das gehört? Die abonniert ihn. Alle elf. Die abonniert ihn. Alle elf. Leider geil. Was soll ich denn sagen? Das tat dir ein bisschen weh, oder? Ja, ein ganz klein bisschen. Ne? Alle elf. Macht aber nichts. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass meine Festplatte jetzt voll ist und das einfach nicht mehr auf der Aufnahme ist. Na, ja. Alle elf. Ja? Ich hätte gern was gesagt, aber. Geht nicht. Na, los, komm. Nee. Tu's. Echt schwer möglich. Ich stelle mir gerade dein Gesicht auf diesen Baumstumpf vor, auf den ich gerade mit der Axt einprügel. Also. Oh. Das kann man auch als Vertrauensbeweis. Ja. Deuten. Dass du dein Fan bist. Oder dass ich doch lieber gegen den Baum hacke, als in dein Gesicht. Das meine ich damit, ja. Ich habe keinen Fame, ich habe 240 ab. Ja, aber das ist ja jetzt zum Üben, ne? Also wenn wir gleich rausgehen, habe ich da ja eine Axt liegen. Ach so, die ich permanent nutze. Weil du sie nicht nutzt. Ja, die du permanent nutzt, dann aber vielleicht nicht mehr. Leute, an alle elf Personen, die das eventuell sehen können. Ich habe nur 6 dauerhafte Zuschauer. Einer davon bist du, also 5. Die abonniert ihn. Alle elf. Ne, aber das ist, ich freue mich, dass es schon wieder hart lustig ist. Ja,
Du bist schon so ein kleiner Assi, hast du schon recht. So, jetzt bin ich gleich da. Warum bin ich denn jetzt schon wieder ein Assi? Ja, ich hoffe, wenn ich da jetzt ankomme, stehst du auf meiner Bar nach vorne gebeugt über dem Tresen. Ja, warte, ich bereite das nochmal bitte vor. Ich versuch's. Ne? Ich habe hier Baumstämme dabei. Ich hocke sogar übers Feuer, okay? Übers Feuer? Nee, ich will dich nicht gegrillt. Achso, du willst mich ruhend nackt. Ja. Geil. Nackt, zerhackt und angekackt. Ja, nackt und zerhackt ist geil, aber das angekackt lassen wir weg. Nee, das kommt auch von ganz allein. Es soll tatsächlich einen Film geben, der so heißt. Ich hab nackt, zerhackt und angekackt? Du bist weder nackt noch nach vorne gebeugt, noch sonst irgendwas. Ja, ich weiß nicht, wie man sich gebeugt. Alter! Oh, ich hab deinen. Weißt du was? Ich. Du Penner! Nimmst du mein Tresen auseinander? Assi. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich keine Munition mehr habe. bring nie ein nicht geladenes Gewehr zu einem Messerkampf mit. Oh, du hast mir Schaden gemacht. Wie? So. Du Schwein, du hast den. Oh, wie heißt das noch? Ich hab's angemacht. Ja, ich hab. Friendly Fire hast du angesprochen. Nein, ich hab dir aus der Party geschmissen, wenn du hier mein Tresen auseinander nimmst. Also quasi Friendly Fire. Ja, man könnte das so nennen. So, möchtest du wieder mein Freund sein? Ja, ich bin zu Hause, ich bin hier. Gut. Aber du hast mir jetzt bestimmt mein Rucksack geklaut. Nein. Ich möchte ja wieder, dass du mein Freund bist. Ich kann mein Backpack nicht durchsuchen. Ach doch. Backpack. Rucksack, Backpack. So, ich habe dir eine Partyanfrage gestellt. Also, auch wenn das völlig egal ist, weil ich das Spiel gleich ausmache. Aber. Ja, ich bin sofort da. Ich muss nur meinen ganzen Stuff wieder so ordnen. Duschglas. So. Ja, ich gehe mal sehen, wie das aussieht. Ich bin quasi bereit fürs nächste Mal. Ja, das ist erfreulich. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich hier einen Tresen eingeballert habe, aber ich muss es hier irgendwie einzahlen, schwören. Penner. Aber ich habe Blut am Messer. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe den Anus getroffen. Zweimal. So, ich will jetzt mal sehen, wie das andere hier aussieht. Das Geile war gerade, als ich deinen Kopf gepiekt habe, ist immer auf. Ist der ein bisschen nach vorne geeiert. Ja, das kann schon mal sein. So, siehst gut. Aus. Mach Sitz. Plong hat's gemacht. So, wie sieht denn hier Glas aus? Ich kann hier kein Glas setzen. Warum geht das nicht? Verbiss dich, Hände. Dreckige. Assi, ey. Jetzt hör doch mal auf. Warum machst du denn sowas? Weil du hier komische Spielchen spielst. Okay. Alle 5 Personen, die ihn sehen, deabonnieren. Und die restlichen 6. Ich deabonniere dich jetzt auch. Ich hab die Fresse. Ja, macht auch keinen Spaß mehr. Ist jetzt auch gut langsam. Kille. War ich überhaupt schon. Wie hoch ist denn mein Leben jetzt eigentlich? 100, Alter. Was hast du denn erwartet? Oh. Meins ist 6. Also aktuell. Jetzt hol dir deinen Rucksack hier. Draußen ist übrigens schon wieder Terror. Das ist kein Terror, das ist Alltag. Ich habe keine Munition mehr, du sollst echt mal Munition. Ja, wie viel Munition hast du denn herbeigeschafft, um das mal. Ich hatte insgesamt 52 Schuss. Ja, und wie viel davon. Alter! Ups! Ich bin gerade gestorben. Trottel. Nichts. Da kam einfach ein dreckiger kleiner Zombie von hinten und hat mir meine letzten 6 Health genommen. Und jetzt wache ich wieder in meiner blöden. Alter, die Folge wird jetzt nochmal 10 Minuten länger, weil ich jetzt die bekackten Weg nochmal zurückrennen muss. Oh, du hast deinen Schlafsack nicht gesetzt. Richtig. Oh,
was bist du denn für ein. Oh, weißt, studiert der Sozialarbeiter, ne? Aber am Arsch. Ja, I feel something is coming. Bin ich jetzt krank? Nee, nur kalt. Gut, dann hole ich jetzt meine Sachen. Ne, das, ach, weißt du, das ist übrigens nur passiert, weil ich dir helfen wollte. Dreckiger Arsch. Ne, weil ich mir ist dachte, gerade ganz schön Terror, Alter. Ja, ach was. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Die im blauen Hemd sieht aus wie Merkel. Ja. Die hat sich auch in letzter Zeit nicht wirklich gemeldet, oder? Also dafür, dass sie so viel Action mit ihrer Partei war. Ist ja nicht mehr ihre Partei, aber die hat sich da schön aus allem rausgehalten. Die haben sich gegenseitig die Körper eingehauen. Ja, ich glaube, sie schämt sich so ein bisschen. Ne? Obwohl, die hat ausgesorgt. Ich glaube, die braucht sich nicht mehr schämen. Ja, pff, naja. Ganz egal ist einem ja nicht, ne? Ich sag, das wollte ich das Ganze nicht so, weil mich Politik einfach noch ankotzt und eigentlich gar nicht zieht. Ja, ja. Doch, interessieren schon. Ankotzen auch. Aber gerade deswegen doch eigentlich, oder? Nee, mich interessiert das tatsächlich nicht. Also. Ach doch, wie die sich schön gegenseitig ins Bein ficken und dann. Nee, das ist einfach nur. Ja, vor allem, da wird ja einer dümmer als der nächste. Also, der baut ja einer mehr Scheiße als der andere. Ich finde das erstaunlich, möchte ich fast sagen. Ich habe jetzt auch echt nur noch blödes Holz da. Ich finde bekloppt. Sag mal, hast du hier einen PvP-Block gesetzt? Ja. Ja, deswegen kann ich hier nicht bauen, du Idiot. Ich baue ihn ab. Aber du hast auch eingesetzt. Ja, aber meine ist inaktiv. Ich hab gerade schon. Ja, meine ist auch inaktiv. Hier ist er doch. Ja. Was? Der kommt ein bisschen Stein. Also vier oder so. Ja, Alter, hier ist ein richtiger fieser Grafik-Glitch-Fehler-Ding. Der Typ animiert uns. Hast du ihn auch? Komm mal her zu mir, bitte. Man diskriminiert niemanden aufgrund seines Aussehens zu vollgekackten Bettpfanne. Bei mir scheint hier gerade überall Rasen. Abonniert diesen Kanal und folgt mir auf Instagram und Facebook. Und zwar nicht zu knapp. Das wohl nur ich. Na gut. Leute, ich danke euch auf jeden Fall hart fürs Zugucken. Also, ich finde ihn süß. Wir waren hier echt fleißig, sind diverse Male gestorben. Ja, weil du, Feigling, auf der Brücke standst und mich hast kämpfen lassen. Ja, du warst der dreckige Bastard, der seine Freunde im Stich lässt. Das können wir schon so sagen. Ja. Du hast das Leben gewählt. Ja, habe ich schon verstanden. Ja. Ne, um Ausreden bist du natürlich nicht verlegen. Ja, das freut mich auch. Ne? Und die Frage ist nicht nur seit wann, sondern auch warum. Ne, das also, man muss das hier schon mal präzisieren. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zutun, Leute. Wir hören hier gerade noch den letzten Zombie, den wir gerade noch irgendwie um die Ecke bringen. Und dann jetzt stirb. Schlampe. So. Geht doch. Ja, und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Pfingstfest. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertelsson. Bis.